Leute, hier ist Ansu und ihr seht euch gerade meinen ziemlich schlechten Vlog von der Animagic an. Ich hab's mal wieder echt ein bisschen verkackt zu vloggen, aber schaut doch einfach mal selbst. Hey Leute, hier ist Ansu und ich bin auf der Animagic und ich bin heute ein bisschen spät dran mit Vloggen, weil ich hatte schon eine Schicht Made-Kaffee hinter mir. Und genau, jetzt ziehe ich mich gleich um und werde in mein erstes Cosplay schlüpfen. Und genau, ich zeige euch gleich auch nochmal mein Maid-Outfit und dann nachher auch noch das Cosplay. Und keine Ahnung, ich schaue einfach mal. Ich habe eben erstmal was gegessen und es gibt hier übelst geil Gyoza. Ich habe noch nie Gyoza gegessen und die waren richtig lecker. Deswegen, ja, mal sehen, was ich euch noch so zeigen kann. Und ja, ich bin erstmal ziemlich geschafft gerade, weil ich, wie gesagt, in meinem Café war und... Es war aber schon ziemlich spaßig. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hallo. Ich habe mich hier einmal komplett Verwandlung habe ich hinter mir. Ging relativ schnell, nicht mal eine halbe Stunde habe ich gebraucht. Ich bin selber sehr erstaunt. Ich zittere so sehr, es geht gar nicht. Ich habe den mehr für dich heute. Übelst, weil ich total viel Kaffee getrunken habe. Und ja, ich vertrage keinen Kaffee, deswegen ist das ein bisschen schlecht, aber ich bin total, weil ich die ganze Zeit zittere und ich bin viel zu müde. Nice aus. Gefällt mir eigentlich noch besser als ihre normale Uniform. Voll süß! Oh mein Gott! Die sehen alle drei voll süß aus irgendwie. Nur Kirito sieht irgendwie aus wie immer. Ja. Aber er ist halt fast wie immer nur schwarz. Deswegen finde ich halt bei Ordinary Scale so cool, dass er mal ein bisschen heller ist. Also der erste Tag ist jetzt so gut wie rum. Wir haben jetzt gerade das Maid-Café aufgeräumt und wir fahren jetzt gleich auch nach Hause, müssen dann noch ein bisschen backen. Das war sozusagen alles vom ersten Tag. Ich glaube, so viel ist jetzt nicht passiert, aber yay! Ich habe keine Brüste in diesem Cosplay. Ich habe heute noch gar nicht gebloggt. Es ist jetzt gegen 17.30 Uhr und ich hatte heute noch nicht einmal richtig dolle Pause, weil ich sehr viel als Mädchen gebucht wurde, was ich einerseits cool finde, was aber auch anstrengend war. Aber ich habe jetzt endlich Zeit für heute und jetzt chill ich einfach nur noch. Yay! Hey Leute! Ich wollte euch einfach mal ein bisschen erzählen, was ich heute so gemacht habe. Also wie gesagt, hatte ich erst heute normale Maid-Schicht. Das heißt, ich habe einfach Entertainment gemacht. Und dann hatte ich eigentlich Pause und dann habe ich aber den Nino getroffen und dann hat der Nino ein Video mit mir gemacht und man sieht meine hässlichen Spangen. Nicht schön. Warte mal. Ja. Und dieses Video werde ich euch einfach mal verlinken, da fragt ihr mich einfach nur, was ich eigentlich die ganze Zeit im Maid-Café gemacht habe. Das könnt ihr euch da dann einfach mal anschauen.
Und genau, dann hätte ich eigentlich Pause gehabt, aber in dieser Pause habe ich dann, wie gesagt, mit ihm das Video gemacht. Dann hatte ich nicht wirklich Pause, dann hatte ich Special Mate Schicht. Special Mate heißt, dass ich sozusagen Buch lernen konnte und die Leute dann exklusive Zeit mit mir hatten. Und dann hatte ich direkt zwei Buchungen hintereinander, dann hatte ich eine halbe Stunde Pause, noch eine Buchung. Und dann war ich mehr oder weniger fertig für heute, weil ich einfach noch keine richtige Pause hatte. Und jetzt werde ich erstmal was essen gehen. Wahrscheinlich esse ich wieder Gyoza oder Takoyaki, mal sehen. Und genau, ansonsten habe ich jetzt auch den Duck und den Dominik getroffen und wahrscheinlich werde ich mit denen noch ein bisschen vloggen oder so. Ich weiß noch nicht, mal sehen. Auf jeden Fall dachte ich, hier so voll nice mit Reihen im Hintergrund, aber wie sieht man nicht so viel. Naja, yay! Yay, es ist Sonntag und ich habe heute noch gar nicht gevloggt. Ich war heute im Make-Café. Ja, ich bin fertig für heute und ich bin hier mit... Ich bin fancy, ich habe einen Ringschuh. Okay. Woo! Yay! Und keine Ahnung, was wir jetzt machen, aber ich habe jetzt frei. Da unten kann man runtergehen, aber zu viel am Wasser fotografieren. Echt krass. Sogar im Wasser, mit dem Kleid. Ja, wieso nicht? Haben bei der Dedeko-Fototoilette auch welche gemacht. Ja. Mhm. Und dein Kleid ist Wasser zu finden, dass du ganz schön tief reingehst. Ist ja auch nur ein Rock, Mann. Sorry! Diese Schuhe haben meinen Fuß umgebracht. Ja, ich wollte aus dem Weg gehen. Was? Was? Wenn ihr mein Panzertape abreibt, fällt dieser ganze Schirm auseinander. Nimm mal den. Wie einfach alle stehen bleiben. Nimm mal den Schirm. Ich kann sie noch gerne einklappen. Mein Deckel. Ich bin vor wie so ein Reiseführer. Ich kann sie noch gerne einklappen. Mogel, Mogel! Mogel, Mogel! Mogel! Was laberst du? Mogel! Ich verstehe ihn immer nicht. Mogel! Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Mogel, Mogel! Warum? Das ist Mobile. Mogel, Mogel! Mobile macht wohl eher Mobile anstatt. Aber Mogel braucht mal. Mobile hat das vielleicht probiert. Naja, aber es muss ja irgendwie angepasst werden, weil es ist ja ein Mensch und kein Pokémon. Na, und stimmt, das war doch bei den Geeks-Rechten. Da gab es noch eine, die hatten wir hier so ein bisschen Beastie gefunden, oder? Beastie! Auch wenn nicht so viel dabei rumgekommen ist, hoffe ich, dass das Video euch trotzdem irgendwie gefallen hat. Ich hatte bei der Arbeit im Make-Café so viel Spaß, dass ich mir die ganze Zeit irgendwie dafür geopfert habe und alles andere ein bisschen hinten dran geblieben ist. Wie gesagt, falls ihr das Interview aus dem Make-Café sehen wollt, verlinke ich es euch in der Videobeschreibung und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video.